Ich bin ganz froh, hier mit Anthony Lee zu sitzen, einer der Referenten auf der Konferenz Rettet unsere Industrie. Und Sie sind Landwirt. Wieso passt das jetzt so gut in die Konferenz über Landwirtschaft zu reden? Wir reden ja heute hauptsächlich über Energie und Mittelstand. Beides ist die Landwirtschaft. Wir sind Lieferant für die wichtigste Energie überhaupt, nämlich Lebensmittel. Der Begriff Leben steckt damit drin. Also heißt, wir produzieren jeden Tag aus Sonne und Erde, mit unserem Know-how, nachhaltige Lebensmittel, regional, hier bei uns zu Hause. Und wir brauchen aber auch viel Energie. Wir sind energielastig im Bereich Dünger, also Gas wird natürlich für Kunstdünger, der Volksmund sagt Kunstdünger, wir nennen es mineralischen Dünger, gebraucht. Und deswegen Mittelstand, weil wir stellen, das glaubt man immer nicht so, aber es ist tatsächlich so, wir stellen die meisten Arbeitsplätze als Landwirtschaft mit dem nachgelagerten Bereich in Deutschland. Wirklich? Und ja, es ist tatsächlich so. Und Weil die Produkte dann noch verarbeitet werden, genau, nicht? Also natürlich. ja. Also da hängt ja natürlich alles, was nachdem wir die Ware produziert haben, da dran. Ne? Das ist Also mal Fleischverarbeitung, Käseverarbeitung, absolut. Ja, Transport. Brotherstellung, Transport. Richtig. Ja, natürlich, bei der Landwirtschaft selber sind nur 3% der Arbeitsplätze, Ja, nicht? Das genau. ein, Sie ja. sind knappe 260.000 nur noch und es werden täglich weniger. Und wie ist die Lage denn insgesamt für die Landwirtschaft in Deutschland? Katastrophal. Also da gibt es nichts zu beschönigen. Die ist dramatisch. Wir haben ein Höfesterben. Das ist unverantwortlich in meinen Augen, in unseren Augen. Ich spreche ja wirklich für viele Landwirte in Deutschland. Und ich kriege es ja leibhaftig mit. Allein bei mir im Dorf haben im letzten Jahr die letzten drei Milchviehbetriebe zugemacht. Und der Slogan stirbt der Bauer, stirbt das Dorf, der passt da leider. Und die Politik sagt zwar immer, dass sie kleinbäuerliche Strukturen haben möchte, aber genau das Gegenteil passiert nun mal. Und das liegt an den politischen Rahmenbedingungen, die genau das Gegenteil bewirken. Und wie ist die Situation deutschlandweit? Haben Sie da eine Idee, wie viele Unternehmen, Landwirtschaften, Landwirtschaftliche Betriebe. so heißt es, Ja, Entschuldigung. ja, ja. Dramatisch ist vor allem der Schweinemarkt. Also wir haben letztes Jahr 2000 Schweinemastbetriebe, die geschlossen haben. Und dazu gehören nicht nur die Mastbetriebe, sondern auch die Sauenbetriebe, die also die kleinen Ferkel zur Verfügung stellen, wenn sie so wollen. Und wenn die einmal weg sind, dann dauert das natürlich ewig, bis diese Kette von Geburt bis zur Mast wieder da ist. Das würde faktisch 1,5 Jahre dauern. Nur das Problem ist, wenn der Bauer einmal weg ist, dann macht dieser Betrieb nie wieder auf. Und wir reden hier von Generationenbetrieben, die einfach auch das Bild, die ganze Kulturlandschaft, die wir in Deutschland haben, auf die wir stolz sind. Ich meine, ich komme aus einer touristischen Region im Weserbergland, da kommen viele, machen bei uns Urlaub und sagen, Mensch, ist das schön bei euch. Und wir werden drangsaliert von morgens bis abends, dass wir Klimaverseucher sind, Tierquäler sind, Grundwasserverseucher, etc. Ich kann da eine ewig lange Kette beiziehen. Und das Problem ist, dass die Landwirtschaft hier ausblutet, stirbt. Und ich habe es ja gerade andeuten wollen, wir können hier regional das wichtigste Gut für uns produzieren auf einem extrem hohen nachhaltigen Niveau. Und wenn wir weg sind, dann muss es von woanders herkommen, wo nicht ansatzweise irgendwas so nachhaltig gemacht wird wie bei uns. Ähnlich wie wir bei den Vorträgen gehört haben, eben was andere Produkte angeht, Stahl und so weiter. Ja, also wenn wir, ein bestes Beispiel ist für mich, ich bin reiner Ackerbauer, das heißt, ich produziere hauptsächlich Weizen, Zucker, Rüben, Raps und wir arbeiten auf Gunststandorten. Wenn ich also einen Hektar bei uns stilllege, und das passiert ja, wir müssen ja Flächen zwangsstilllegen, muss der woanders auf der Welt mit dem Faktor 3 oder 4 wieder in Betrieb genommen werden, wenn Sie so wollen. Aber das heißt ja, dass es dann hier definitiv nicht für Klimaschutz oder Umweltschutz oder Artenschutz einen Vorteil hat. Im Gegenteil, wir verschlechtern das ganze Jahr. Also wenn im Regenwald die Lunge der Erde abgeholzt wird, um landwirtschaftliche Produkte für uns herzustellen, ist das in meinen Augen, ja, ich will es nicht unhöflich sein, aber schon bekloppt. Und es gibt ja auch eine geopolitische Komponente, weil natürlich Lebensmittel ist natürlich die Grundversorgung jeder Bevölkerung. Ja. Und man könnte sich in Abhängigkeiten begeben, wenn man ein Land sich nicht selbst versorgen kann. Ich denke, das ist auch eine große Ist politische Bedrohung am schon so Horizont. der Fall. Das Ja? letzte Mal, als wir Selbstversorger waren, war 1990. Ach, wirklich? Ja, das ist leider so. Da kam ein ganz toller Filmbeitrag vom ZDF mit Annette Frier. Da wurde das mal wunderbar exemplarisch dargestellt, wie dramatisch die Lage ist. Und wie gesagt, wenn wir nicht aus den Fehlern der letzten 3 Jahre lernen, dass wir keine Medikamente mehr haben, dass wir keine Energie mehr haben und jetzt, wie gesagt, die wichtigste Energiequelle außer Hand geben und in Abhängigkeit begeben und da keinen direkten Zugriff mehr drauf haben und vor allem nicht, was wir ja wollen, nachhaltig, Klimaschutz, regional und das Outsourcen, dann das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich die Politik uns suggeriert.
Unglaublich eigentlich, ja. Und was erwarten Sie sich jetzt von diesem Treffen, von dieser Konferenz konkret? Ja, grundsätzlich freue ich mich erstmal, dass ich eingeladen wurde, weil dieses Thema Landwirtschaft ist komplett unterbewertet. In den Medien, aber auch bei unseren normalen Bürgern. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, das bin nicht nur ich, da sind viele andere Landwirte, die draußen sind und jeden Tag Aufklärungsarbeit leisten, um den Menschen wieder mitzuteilen, wie wichtig wir sind. Ich meine, wir haben uns wirklich als Bevölkerung sehr weit davon distanziert, wie wichtig Landwirtschaft ist, weil wir alles immer als gegeben hinnehmen. Sie gehen in den Supermarkt, alles ist da, alles sieht toll aus. Wie das dann hergestellt wird, mit wie viel Fleiß und Energie. Ja? Und ich bewundere immer meine Berufskollegen da draußen, weil ich ja Seiteneinsteiger bin in die Landwirtschaft und mich wundert es, dass die Bevölkerung das nicht honoriert und die Politik schon mal gar nicht. Ja, das passt auch zu meinen persönlichen Erfahrungen. Ich wohne in Berlin, da haben die Bauern demonstriert. Ja, ich Und finde interessanterweise hatten sie wochenlang das ZDF-Hauptstadtstudio besetzt, mit dem Ziel, Druck auszuüben, dass sie mal eine Sendung machen. Ich Also, war das, sie drin, ich waren war mit dabei. Berufskollegen drin Ach, und wirklich? habe mit dem ZDF auch gesprochen und Ja. versucht, berichtet doch mal darüber, Ja. aber es war nicht so richtig gewollt. Es ist faszinierend. Es ist faszinierend, warum das eigentlich nicht gewollt wäre. Es wäre doch eine gute Story, sage ich mal. Ja, als Journalist verstehe ich das nicht so richtig. Ja, ich bin sehr gespannt auf Ihr Referat, auf Ihren Vortrag gleich. Ich bin sicher, da kommen noch weitere konkrete Fakten hinzu. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja.